Geld macht nicht glücklich. Ich verdiene nicht viel, Geld verdirbt den Charakter. Oder aber auch, Geld verdienen wollen ist gierig und egoistisch. Jeder kennt Sätze wie diese, wenn es um das Thema Geld geht. Und genau diese Sätze sorgen dafür, dass du pleite bleibst und nicht weiterkommst. Verstehe hier bitte Folgendes. Wenn es um deine finanzielle Situation geht, dann sitzt der Feind meist in den eigenen Reihen. Deine eigenen Überzeugungen sorgen hier dafür, ob du finanziell erfolgreich wirst oder auf ewig in deinem Hamsterrad gefangen bleibst. Egal, ob das Thema Geld bei dir eher ein Tabuthema darstellt oder ob du offen darüber sprichst. Jeder von uns hat eine bestimmte Haltung zu Finanzen und Geld verinnerlicht, welche die eigene Realität mehr beeinflusst, als uns bewusst ist. Meist festigen wir bereits im Kindesalter verschiedenste Denkmuster in Bezug auf Geld, nämlich die bei unseren engsten Bezugspersonen vorherrscht. In den meisten Fällen sind das die eigenen Eltern. Stammst du also nicht aus einem Elternhaus, das eine positive Einstellung zu Geld hat, so sind die Chancen hoch, dass auch bei dir diverse Glaubenssätze verankert sind, die für deinen finanziellen Misserfolg verantwortlich sind und dich im hohen Grade sabotieren. Und genau aus diesem Grund ist dieses Video hier entstanden. Du wirst dich in diesem Modul intensiv mit dir und deiner inneren Welt in Bezug auf Geld und Finanzen auseinandersetzen. Du wirst herausfinden, welche Glaubenssätze du ablegen musst und welche Glaubenssätze ab sofort in deinen Rucksack gepackt werden müssen. Denn eines ist klar, solange du ernsthaft daran glaubst, dass viel Geld zu verdienen für die meisten unter uns schier ein Ding der Unmöglichkeit ist, wird es das auch definitiv sein. Frage dich deshalb selbst, durch welche Sabotageaktion du dir selbst ein Bein stellst und dich somit auch von finanziellem Erfolg abkapselst. An dieser Stelle möchte ich dir auch gleich meine Hilfe anbieten und dich mit folgenden Fragen konfrontieren. Was ist Geld für dich? Wie würde sich ein Leben im ständigen finanziellen Mangel für dich anfühlen? Wie fühlt sich ein Leben im finanziellen Überfluss an? Was bedeutet es für dich, Geld zu verdienen? Wie denkst du über Menschen, die viel Geld haben? Wie denkst du über dein aktuelles Gehalt? Beantworte diese Fragen bitte spontan und intuitiv, ohne dir Gedanken darüber zu machen, was du im besten Fall glauben solltest. Hol dir jetzt bitte einen Stift und Papier und beantworte die von mir gestellten Fragen. Stelle dieses Video dafür auch ruhig einen Moment auf Pause, bevor du hier weiterschaust. Jetzt! Gewissenhaft, wie du sicherlich bist, hoffentlich hast du nun einige Antworten auf Papier niedergeschrieben. Wie hat es sich für dich angefühlt, dich mit deiner Haltung gegenüber Geld auseinanderzusetzen? Wahrscheinlich hast du nun bereits bemerkt, inwiefern du dich mit deinen aktuellen Überzeugungen selbst sabotierst. Vielleicht bist du auch absolut zufrieden und im Reinen mit deinen Ansichten. Trifft allerdings das Erste auf dich zu, so habe ich eine tolle Nachricht für dich. Jeder deiner Glaubenssätze kann in eine beflügelnde und erfolgsversprechende Version umgewandelt werden. Denn sobald du deinen Rucksack mit neuen positiven Glaubenssätzen gefüllt hast und diese tief verinnerlicht hast, kannst du auch deine finanzielle Realität verändern. An dieser Stelle möchte ich einige der von mir zu Beginn dieses Videos erwähnten Glaubenssätze als Beispiele für eine erfolgreiche Transformation heranziehen. Beispiel Nummer 1. Geld verdirbt den Charakter. Dieser Glaubenssatz unterstreicht die Ansicht unserer Gesellschaft wie kein anderer. Er zeigt, wie sehr das demonstrative Zuschaustellung des eigenen Erfolgs sowie eine materialistisch orientierte Einstellung in den Augen vieler Menschen verpönt ist. Für die meisten Menschen ist dies aber lediglich ein psychologischer Abwehrmechanismus des eigenen unbewussten Neids auf erfolgreiche und wohlhabende Personen. Denn was man selbst nicht hat, muss abgewertet werden, um vom eigenen Misserfolg abzulenken. Des Weiteren werden erfolgreiche Menschen aber auch grundsätzlich mit egoistischen und verwöhnten Personen in Verbindung gebracht, die nie genug bekommen können und ihr Reichtum womöglich nicht einmal mit anderen teilen. Aber Fakt ist, Geld alleine hat keine negativen Konsequenzen auf das soziale Verhalten von uns Menschen. Vielmehr bestimmt der in der Vergangenheit geformte Charakter eines Menschen, wie dieser mit seinen finanziellen Mitteln umgeht und inwiefern er sich Erfolg zu Kopf steigen lässt. Geld dient hier lediglich als Verstärker von dem, was ohnehin schon da war. Den Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter,
kannst du also ab sofort getrost in die Tonne kloppen und ersatzlos streichen. Da keiner bereitwillig seinen Charakter verderben möchte, würdest du deinem Unterbewusstsein damit bloß einen plausiblen Grund liefern, nicht an dir zu arbeiten und finanziell erfolgreich zu werden und dich somit selber sabotieren. Und noch ein weiteres Beispiel. Ich verdiene nicht viel oder ich verdiene halt wenig. Was sich hier zunächst nach einer objektiven Aussage über deinen derzeitigen Gehaltsstatus anhört, entpuppt sich allerdings bei näherem Hinsehen als ein subtiles Urteil über deinen persönlichen Wert als Mann. Damit sagst du nichts weiter aus, als dass dir nicht mehr Geld zusteht. Dass du es nicht wert bist, mehr in deinem Leben zu bekommen, als das, was du bereits hast. Diese toxische Bescheidenheit hält dich auch hier von deinem finanziellen Erfolg und somit von einem freien Leben voll Glück und Erfüllung ab. Wie würde es sich für dich anfühlen, wenn du von nun an nach folgendem Glaubenssatz handelst? Ich verdiene das Beste. Solltest du dich mit diesem Glaubenssatz noch etwas unwohl fühlen, dann werte das bitte als Zeichen dafür, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch andere hinderliche Überzeugungen pflegst, die dich glauben lassen, dass du stets bescheiden sein, dich zurückhalten oder nicht zu viel fordern sollst. Und genau diese Geflechte an einschränkenden Glaubenssätzen sorgen dafür, dass du dir nicht das holst, was dir im Leben zusteht. Solange du dir selbst nicht erlaubst, mehr zu verdienen, mehr aus diesem einen Leben zu holen, wirst du dies auch niemals können. Arbeite an dir, werde ein Mann von hohem Wert und hol dir, was sich ein solcher Mann verdient. Ich bin der festen Überzeugung, dass dir dieses Video als Inspiration dienen konnte, deine innere Einstellung gegenüber Geld zu überdenken und entsprechend zu optimieren. Solltest du die heutige Aufgabe hier erfolgreich gemeistert haben, so freue ich mich, dich bald in der Kriegerklasse zu begrüßen und tatkräftig mit dir in die Handlung zu kommen.